Und fangen jetzt hier mit der ersten Session an. Und zwar hören wir den Thomas Baumann. Und der hat ein Thema mitgebracht. Auch es geht um Datenbanken, PostgreSQL, PostGIS. Und er geht auf die Vorteile einer Datenhaltung in PostgreSQL, PostGIS ein, die eine Shape-Datei nicht bietet. Der Thomas Baumann ist aus Freiburg, ist Consultant und hat viel mit PostgreSQL und QGIS zu tun, ist auch ein bekanntes Gesicht auf der PostGIS, hat hier schon viele Vorträge und Workshops gehalten. Und jetzt geht's los mit seiner Demo-Session. Wir sind gespannt. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu meiner Demo-Session Vorteile einer Datenhaltung in PostgreSQL PostGIS, die ein Shapefile nicht bietet. Ich denke, dass das Shapefile wahrscheinlich den Zuschauern oder Teilnehmern hier bekannt sein dürfte, aber nichtsdestotrotz, für diejenigen, die vielleicht noch nicht so tief in der Thematik drin sind, würde ich gerne ganz kurz ein paar Worte dazu sagen. Das Shapefile stammt aus den 1990er Jahren, ist also schon ein sehr altes Format, so ein quasi Standard kann man sagen, dass sich sehr weit verbreitet hat. Ein Dateiformat zum Abspeichern von Geodaten. Und dadurch, dass das Format so alt ist, ist es in mancherlei Hinsicht eben überholt, beziehungsweise wir haben heute ganz andere Anforderungen, die es eben damals nicht gab, als das Shapefile erfunden wurde. Daher hat sich in den letzten Jahren auch immer mehr Widerstand gebildet oder Unmut dem Shapefile gegenüber. Es gibt ja hier diese Webseite Switch from Shapefile, wo es auch heißt Shapefile must die. Also da hört man schon heraus, dass der eine oder andere da etwas Frustration hat aufgrund des Shapefiles oder bedingt durch das Shapefile. Und da würde ich ganz gerne mal kurz drauf eingehen, was dann eben die schlechten Seiten des Shapefiles sind. Vielleicht ganz kurz vorweg, geht etwas kürzer, die guten Seiten des Shapefiles, dass es eben sehr weit verbreitet ist, von vielerlei Software gelesen und geschrieben werden kann, dass die Spezifikation veröffentlicht ist, obwohl das Format proprietär ist. Und insgesamt so von der Performance ist es eigentlich auch nicht schlecht, das Shapefile. Aber es hat eben einige Nachteile. Wir haben beim Shapefile, und das ist wahrscheinlich schon mit der größte Nachteil, wir haben eine Aufsplittung in verschiedenste Teildateien. Wir haben die SHP-Datei mit der Geometrie, wir haben die DBF mit den Attributen und so als Bindeglied haben wir die SHX, wo entsprechend so ein Offset definiert wird, wo zu dem SHP sich die Einträge im DBF befinden. Und das ist in der Regel auch schon, diese drei Teildateien sind in der Regel ja so das Minimalkonstrukt für die meisten GIS-Systeme. Es gibt ein paar Ausnahmen, die jetzt auch ohne SHX einen Shapefile einlesen können, wie OpenJump, aber in der Regel sind es diese drei als Mindestanforderung, die man braucht. Ansonsten gibt es noch viele andere Teildateien, wie eine PAJ mit Projektionsinformationen. Es gibt verschiedene Indizes, Attribut oder Spatial Indizes und so weiter und so weiter. Also sehr viele Teildateien und das macht es besonders schwierig, wenn ein potenzieller Mehrbenutzerzugriff vorliegt. Also wenn beispielsweise Leute einen Shapefile auf ein Netzlaufwerk ablegen und es dann vorkommt, dass mehrere Leute auf ein Shapefile zugreifen, dann kann besonders dieses Konstrukt dieser verschiedensten Teildateien eben dazu bewirken, dass vielleicht durch den einen Nutzer eine Teildatei gesperrt ist und der andere dann versucht, das Ganze zu schreiben und dass dann eben, dass wir dann so eine Melange bekommen, dass der eine einen Teil der Teildateien überschrieben hat, der andere die anderen und dann passt es nicht mehr zusammen.
Also das führt dann zwangsläufig zu Problemen. Es ist einfach kein Mehrbenutzerzugriff-Format. Wir haben eben keine klare Aussage zu dem KBS, also zu der Projektion. Es ist zwar eine PRJ hinterlegt, aber in der Regel von dem Format, wie es hinterlegt ist, eben nicht zwingend eindeutig der Rückschluss auf das EPSG. Wir haben gewisse Beschränkungen, was die Spaltennamen anbetrifft, also die Länge der Spaltennamen. Wir haben eine Maximalanzahl an Spalten insgesamt, Maximalgröße der Datei und verschiedene andere Beschränkungen. Für mich persönlich ist eigentlich der Punkt mit der fehlenden Mehrbenutzerfähigkeit eigentlich heutzutage fast das größte Manko, weil in der Regel wir heute ganz standardmäßig vernetzt sind mit den Rechnern und das eigentlich, finde ich, schon fast eine Grundanforderung ist, dass eben auch ein Mehrbenutzerzugriff irgendwo funktionieren sollte. Es gab schon vor einigen Jahren an der Hochschule Rapperswil die Shapefile Challenge, also eine Auslobung, wer denn jetzt einen würdigen Nachfolger findet oder vielleicht eher ja, die Frage, was ist ein würdiger Nachfolger für das Shapefile? Da gab es verschiedene Kandidaten, auch nochmal der Hinweis auf die Beschränkung des Shapefiles. Und im Endeffekt war damals so der Fokus dann auf das Geo-Package als Nachfolger. In meiner Demo-Session möchte ich aber jetzt bewusst nicht dateibasiertes Geodatenformat mit einem anderen dateibasierten Format vergleichen, sondern eben Vorteile aufzeigen, die eine Datenhaltung bringt, wenn man eben ein relationales Datenbankmanagementsystem verwendet. Und möchte da vielleicht auch ein bisschen Ängste nehmen, wenn man es mal so ausdrücken möchte, weil der eine oder andere denkt, dass es jetzt was unglaublich Komplexes wäre, sowas aufzusetzen. Und ich denke, da kann man ein bisschen differenzieren. Ich habe hier mal so ein Schaubild. Also man kann differenzieren zwischen eben sehr großen und komplexen Setups, wo es vielleicht jetzt auch um das Thema Hochverfügbarkeit geht etc. und eher etwas einfacheren, bodenständigen Setups. Wir haben das bei mir in der Firma so, dass wir tatsächlich so ein ähnliches Setup haben wie hier. Also zumindest, dass wir jetzt eben verschiedenste PostgreSQL Server haben. Wir haben drei Cluster mit jeweils drei Servern, also insgesamt 9 Server, die dann eben in Development, Staging und Produktion aufgeteilt sind. Jedes Cluster für sich ist mit automatischem Failover und wandernden IP-Adressen ausfallsicher, dass man eben von jedem Cluster theoretisch auch 2 Server denen den Stecker ziehen könnte und es wird immer noch weiterlaufen. Die IP-Adresse wird automatisch umswitchen auf den Server, der noch funktioniert. Und ein weiterer Server, der 10. Server, ist der Backup-Server. Also man kann es schon theoretisch ein bisschen größer aufziehen, aber das ist eben jetzt nicht unbedingt die Größe, die man für den Einstieg braucht. Es geht natürlich auch noch weitaus größer skaliert, aber ich denke, für den Anfang sehe ich als eine als ein Grundkonstrukt oder Grundinstallation eigentlich schon ausreichend, dass man sagt, man hat ein Development- und einen Produktivserver und speichert eben von den Servern entsprechend sich dann automatisiert Backups weg. Und insofern denke ich, das ist was auch in einer kleineren Firma durchaus machbar sein sollte. Gut, ich würde sagen, nach dem grundlegenden Einstieg in die Thematik würde ich jetzt gern ganz konkret innerhalb von QGIS ein paar Vorteile der Datenhaltung in PostgreSQL aufzeigen. Dafür können wir mal rüber switchen auf
oder in unser QGIS. Beziehungsweise vor den Vorteilen vielleicht nochmal ein paar Nachteile jetzt hier von dem Shapefile. Ich habe da einfach mal ein, zwei Sachen vorbereitet, so wie ich sie in der Praxis immer mal wieder miterlebe. Wir haben hier einen Shapefile-Layer. Der eine oder andere hat sowas sicherlich schon mal gesehen, wo so ein paar defekte Umlaute drin vorkommen. Dadurch, dass wir bei dem Shapefile eben keine verbindliche oder klare Aussage zum Encoding haben, zumindest wenn wir jetzt keine CPG-Datei noch mitgeliefert bekommen, dann kann das sein, dass eben hier auch vielleicht die falsche Zeichenkodierung beim Reinladen gewählt wird, nicht richtig zugewiesen wird. Und dann bekommt man eben statt Umlaute irgendwelche Hieroglyphen oder in neueren Versionen dieses Fragezeichen hier zu sehen. Und so der Worst Case wäre dann, wenn dann verschiedene Nutzer in verschiedenen Bearbeitungsständen dieses Shapefiles unterschiedliche Encodings einstellen, sodass wir dann irgendwo am Ende eine wilde Mischung verschiedenster Encodings haben, und dann wird es eben etwas schwierig, diese ganzen Hieroglyphen oder defekten Sonderzeichen wieder zu entfernen. Bei der PostgreSQL-Datenbank lege ich das ja beim Anlegen der Datenbank fest, was für ein Encoding wir haben, und dann kann ich das entsprechend so auch, also ich muss es eigentlich nicht den Layern zuweisen, das ist eine Grundeinstellung, die ich einmal mache, und dann wird es ja automatisch zugewiesen hier. Also das Thema Encoding ist schon mal eins, was hier schwieriger ist, weil man das eben bei jedem Shapefile theoretisch anders einstellen kann. Bei meiner Datenbank mache ich es einmal für die gesamte Datenbank und kann mich dann dementsprechend darauf einstellen. Kann entsprechend hier auch in QGIS die Einstellung dafür vornehmen, dass es auch defaultmäßig immer dieser Zeichensatz ist. Ein anderes Problem, was bei Shapefiles auch auftreten kann, besonders dann, wenn eben Mehrbenutzerzugriff erfolgt, wozu dieses Dateiformat nicht gedacht ist, dann kann es eben passieren, dass man sich die Konsistenz zwischen den einzelnen Teildateien zerschießt, dass man dann sogenannte Repacks-Fehler bekommt. Und das kann darin enden, dass man dann eben Dateien verliert, beziehungsweise dass Dateien zumindest nicht mehr korrekt angezeigt werden können, weil eben der Zusammenhang zwischen SAP und DBF dann gestört wird. Wir hatten das bei uns hausintern auch, dass Mitarbeiter, die mit Shapefiles gearbeitet haben, da diese Probleme hatten. Und deshalb hatte ich mal ein kleines Plugin geschrieben, was eben getrennt DBF und SAP ausliest und dann eben sogenannte Repack-Kandidaten irgendwie schon mal ausweist, bevor der Repack-Fehler auftritt. Also ich könnte hier einmal diesen einen Layer anklicken, der okay ist. Da weiß ich, ja, Anzahl Shapes und Records sind identisch, also DBF und SAP haben gleich viele Einträge, und hier haben wir mal eine defektes Shapefile. Wenn ich das untersuche, dann sehe ich hier 133 Einträge in der SAP-Datei und 143 Einträge in der DBF. Also da haben wir eine Unstimmigkeit, und früher oder später mündet das dann in einem Repack-Fehler, dass eben Sachen nicht mehr korrekt abgespeichert werden können, und in der Regel ist es so, dass dann einfach irgendwelche Objekte plötzlich verschwinden, die vorher noch da waren. Leider auch nicht zielsicher die letzten Einträge, sondern das erscheint relativ willkürlich, und somit verlieren die Leute dann einen Teil ihrer Arbeit, oder zumindest ist es ein gewisser Aufwand, dann zumindest die SAP, die Geometrie dann wieder herzustellen. Also das noch zu den möglichen Nachteilen des Shapefiles. Ich hatte ja in dem roten Faden zu meiner Demo-Session ein paar Themen hier schon mal
angesprochen oder angeschnitten. Mögliche Bausteine für eine konsistente Datenhaltung, sowas wie Primary Keys oder Foreign Keys und Check Constraints. Und ich denke, damit können wir mal einsteigen, dass man hier sieht, wie man in einem PostgreSQL, PostGIS-Datensatz eben schauen kann, dass man die Daten möglichst sauber erfasst. Also beispielsweise, wenn ich irgendwelche Attribute vergebe, dass wir da nicht unterschiedliche Schreibweisen haben können. Also nicht, dass der eine vielleicht mal Phosphat mit pH schreibt und der andere mit F oder sowas in der Richtung. Also unterschiedliche Schreibweisen bei Sachdateneinträgen führen ja dazu, dass ich dann, wenn ich irgendwas filtern möchte, dass ich da Probleme habe, dass ich vielleicht nicht alle Sachen erwische oder alle Sachen treffe. Und über dieses Konstrukt von Primär- und Fremdschlüsseln kann man sowas beispielsweise verhindern, dass man einmal festlegt, welche Ausprägung hat dieser Layer, den ich jetzt hier bearbeite, und dann kann ich nur diese festgelegten Ausprägungen als Sachdaten auch verwenden über die Foreign Keys. Da kann ich mal ganz kurz, ohne jetzt zu tief in das SQL eingehen zu wollen, mal ganz grob was zeigen. Ich habe hier einen Layer-Rohr-Verband vom Typ Line-String, also ein Linien-Layer, und ich habe eine weitere Tabelle ohne Geometrie mit den Rohrverbandsbezeichnungen zu den Rohrverbänden. Also hier in der Rohrverbandsbezeichnung-Tabelle würde ich festlegen, was sind die möglichen Ausprägungen für die Spalte Rohrverbandsbezeichnung in meinem Linien-Layer. Und zwischen diesen zwei Datensätzen würde ich dann hier einfach definieren, dass ich für den Rohrverbandslayer einen Fremdschlüssel hinzufüge für die Spalte RV-Bezeichnung und referenziere jetzt von der Tabelle Rohrverbandsbezeichnung die dortige Spalte Bezeichnung. Also hier mache ich dann, hier stelle ich den Zusammenhang her zwischen diesen zwei Datensätzen. Und deshalb kann ich in dem Rohrverbandslayer jetzt nur Sachen eintragen, die in dem Rohrverbandsbezeichnungsdatensatz vorkommen. Schauen wir uns den Part erstmal an. Also ich kann jetzt hier mal reingehen in diesen Dummy-Layer und hier einfach mal einen Rohrverband zeichnen. Wir sehen hier schon, ID muss ich nicht selber vergeben. Da wird Next Value und da wird der nächste Wert einer Sequenz geholt in der Datenbank. Und bei der RV-Bezeichnung könnte ich jetzt mal einfach was eintragen, was jetzt so nicht existiert in dem anderen Layer, und versuchen, das Ganze zu speichern. Wird einen Fehler bekommen und das heißt hier, Einfügen oder aktualisieren in Tabelle Rohrverband verletzt den Fremdschlüssel-Constraint Rohrverband RV-Bezeichnung F-Key. Schlüssel Rehau 12x10 ist nicht in der Tabelle RV-Bezeichnung vorhanden. Also genau das, was wir erwartet haben. Und jetzt könnte ich hier nochmal drauf gehen und sagen, das ist zum Beispiel ein 24x10. Und speichern, und dann habe ich kein Problem, das Ganze zu speichern, weil dieser Eintrag 24x10 eben in dieser Tabelle mit den Rohrverbandsbezeichnungen vorkommt. Ich könnte theoretisch auch noch in QGIS das so einstellen, dass ich jetzt nicht ein Textfeld bekomme für diesen Eintrag, sondern dass ich eben direkt hier auf diesen Datensatz mit den Rohrverbandsbezeichnungen gehe. Und das hätte für mich dann den Vorteil, wenn der Nutzer hier etwas vergeben möchte, dann hat er automatisch direkt nur die Sachen zur Auswahl, die auch in Ordnung sind. Und dann kann man das abspeichern. So, was haben wir jetzt noch zum Thema saubere Datenhaltung? Hatte ich hier noch in die Definition dieses Linienlayers eingebaut, dass wir hier noch einen Check haben. STS simple, also dass die Geometrie simple sein muss, das können wir gleich überprüfen. Und ich hatte hier
noch einen weiteren Check-Constraint eingebaut, das überprüft wird, ob die Länge der Geometrie größer als 0,5 Meter ist. Und das ist auch ein Vorteil der PostgreSQL-Datenbank, dass ich dort eben verschiedenste Constraints, also Beschränkungen festlegen kann, dass ich mir überlege, wie sieht ein sauberer Datensatz aus, dass ich das über Check-Constraints beispielsweise dann eben auch regeln kann. Das kann Attributwerte beziehen oder sich auf Attributwerte beziehen. Das kann die Geometrie beinhalten. Also verschiedenste Regeln, die man dann aufstellen kann für das Erzeugen von einem sauberen Datenbestand oder in sich schlüssigen Datenbestand. Und man kann vieles ja auch schon auf der Oberfläche von QGIS beispielsweise machen, dass man dort gewisse Beschränkungen für irgendwelche Attributfelder im Eingabeformular festlegt. Aber die greifen auch nur so lange, bis man das eben rausnimmt aus den Einstellungen innerhalb von QGIS, oder wenn jemand anderes mit dem anderen Programm zugreift, greift das ja auch nicht. Also das ist immer eigentlich nur so ein Hilfsmittel und eine Krücke. Wenn ich das jetzt direkt auf Ebene der Datenbank mache, dann kommt einfach nichts in die Datenbank rein, was nicht diesen Constraints entspricht. Gut, schauen wir uns das mal an. Also Minimallänge von 0,5 Meter und dass die Geometrie einfach sein muss, haben wir hier festgelegt. Ich würde jetzt einfach mal hier noch einen Rohrverband einzeichnen und mal hier ganz klassisch eine Self-Intersection, eine Selbstüberschneidung mit reinbringen und versuchen, das Ganze abzuspeichern. Bekomme eine Fehlermeldung, dass hier der Check-Constraint, Rohrverband, Geom-Check verletzt wurde. Also ich kann die Linie mit dieser Selbstüberschneidung nicht abspeichern, was ja auch gut ist. Und jetzt nehme ich die Selbstüberschneidung raus und konnte es direkt abspeichern. So, jetzt müssen wir noch ein Mikrosegment mal erzeugen, was ja nicht unbedingt beim Zeichnen von Hand immer auftritt, sondern was vielleicht auch einfach auftritt, wenn ich mal irgendwelche Algorithmen verwende, irgendwas zerteile. Dass da, ah, das war immer noch zu lang, mal kurz schauen. So, oh, da müssen wir noch näher dran. So, okay. Genau, also beim Erzeugen oder beim Verwenden von Algorithmen kann es sein, dass da solche Mikrosegmente entstehen. Und sowas will man eben nicht, dass da irgendwelche unnützen Mikrosegmente entstehen. Und hier sehen wir, Check Mikrosegmente wurde verletzt, dieser Check Constraint. Ich kann dieses Mikrosegment eben nicht speichern. Bisschen nervig ist, dass hier beim QGIS immer zweimal eigentlich diese Fehlermeldung kommt, aber daran störe ich mich jetzt mal nicht weiter. Ich verwerfe die Änderung, weil ich das ja nicht reinspeichern kann, weil es eben ein Mikrosegment ist. Gut, was haben wir noch? Wir haben, das hatte ich jetzt noch gar nicht weiter erwähnt, wir haben ja hier beispielsweise den Datentyp Serial in der Datenbank, dass wir also hier fortlaufende Werte erzeugen können, also dass eine Sequenz verwendet wird, eine Sequenz, die automatisch hochzählt für jedes neue Objekt, was man eben versucht zu speichern. Und wir haben für diese Spalte auch den Primärschlüssel festgelegt, dass wir also gesagt haben, hier in dieser Spalte ist der Identifikator, der eindeutig dieses Objekt identifiziert. Und dadurch habe ich auf jeden Fall hier eine Spalte, die eindeutig ist, wo ich eben nur eindeutige Werte drin habe, was auch schon mal ein wichtiger Grundbaustein ist für einen sauberen Datenbestand. Was habe ich hier noch? Ich habe neben dem Datentyp Serial gibt es ja noch einen etwas neueren, diesen Spaltentyp Integer, und mit dem Zusatz Generated Always as Identity
Das hätte noch den Vorteil, dass man hier eben nicht eigene Werte eingeben kann. Also beim Serial-Datentyp kann ich standardmäßig jetzt auch in der Eingabemaske von QGIS eigene Werte eintragen von Hand, was dann wiederum mit der Sequenz kollidieren kann. Wenn die Sequenz jetzt gerade auf dem Wert ID gleich 100 steht und ich trage von Hand den Wert 101 ein, speichere das ab, dann würde der Nächste, der versucht, ein Objekt zu speichern, würde auch die ID 101 zugewiesen bekommen und dann wird es kollidieren und der oder die könnte eben nicht das Objekt abspeichern. Deshalb grundsätzlich besser diese Variante mit Generated Always as Identity. Und damit sollte grundsätzlich gewährleistet sein, dass man eben nicht eigene Werte eintragen kann. In den momentanen Versionen von QGIS ist es allerdings leider nicht ganz gegeben, weil dort eben dieses Generated Always zumindest beim Insert, beim Einfügen von neuen Objekten überschrieben wird durch einen Parameter, dass QGIS sozusagen sagt, ja, ich möchte es trotzdem überschreiben. Und daher greift es in den aktuellen QGIS-Versionen nur eben für ein Update und nicht zwingend für den Insert. Gut, aber das eben noch als weitere mögliche Bausteine, dass man also eine schön saubere ID-Spalte hat, wo eben die Sachen dann hochgezählt werden, wo ich einen eindeutigen Identifikator drin habe. Ich habe hier noch einen Datensatz Projektgebiete beispielhaft angelegt, wo ich noch einen Check mache auf die Funktion STArea, also sprich Größenberechnung, und ich sage, die Quadratmeteranzahl der Polygone muss mindestens 5 Quadratmeter sein, aber ich denke, das ist ja relativ analog zu dem letzten Beispiel mit den Linien. Wenn ich jetzt eben hier ein zu kleines Polygon erzeuge, dann kriege ich hier den Fehler, Check Polygongröße ist verletzt. Also kann ich jetzt auch keine Mini- oder Splitter-Polygone, Sliver-Polygons entsprechend speichern. Gut, ein kurzer Blick auf meinen Spickzettel. Die Nutzung von Triggern würde ich jetzt gerne noch zeigen. Ja, öffnen mal ganz kurz ein vorbereitetes Projekt. Was hat es mit den Triggern auf sich? Wir können in der Datenbank Trigger definieren. Trigger ist ja so, kann man sich den Abzug von der Pistole vorstellen. Also wenn ich den Abzug drücke, dann passiert irgendwas. Und in der Datenbank definiere ich eben, was ist der Moment, wann dieser Trigger ausgelöst wird. Und bei den Beispieldaten sage ich jetzt zum Beispiel, wenn ein Insert, also wenn ein neues Objekt hinzugefügt wird oder wenn es aktualisiert wird oder gelöscht wird, dann kann ich immer einen Trigger definieren und kann dann sagen, was in dem Moment passieren soll. Gut, und dafür können wir auch mal ganz kurz hier uns zumindest oberflächlich hier ein paar SQLs anschauen. Also, wir haben hier den Trigger zu den Straßen. Da schaue ich nochmal ganz kurz. Genau, bei den Straßen geht es jetzt hier bei diesem Trigger darum, dass die Straßen verbunden sein müssen. Da überprüfe ich mit STTouches, ob die sich berühren, also dass neue Segmente sich mindestens mit einem anderen Segment berühren und das Ganze dann eben auf einem Vertex und nicht zwischendrin. Das können wir einmal ganz kurz hier bei meinem Straßenlayer schauen. Jetzt müsste ich mal nah genug rangehen. So, und jetzt versuche ich also ein neues Objekt zu zeichnen und gehe jetzt mal eben hier mittig auf die andere Linie, wo jetzt kein Vertex ist, und versuche das Ganze abzuspeichern, bekomme hier einen Fehler zurück. Straße 111 mit der ID 111 ist nicht verbunden mit dem Straßennetz, also kann ich nicht abspeichern. Das heißt, verwerfen. Und das Ganze nochmal, dass ich jetzt hier eben auf einen Vertex drauf gehe und speichere.
und das geht. Also, sauber verbundenes Straßennetz hier als Wunschvorstellung. Dann schauen wir mal hier. Ein Layer-Ausbau-Cluster habe ich definiert, wo ich einen Check eingebaut habe auf Überlappung. Also hier habe ich die Funktion st-overlaps, wo ich eben sage, meine neu erzeugte Geometrie darf es nicht mit einer bestehenden Geometrie überschneiden. Also das können wir auch nochmal kurz schauen. Genau, das waren die Ausbau-Cluster. Also einmal hingezoomt. Zack, zack. Und versucht zu speichern, geht nicht. Also ich habe hier überlappende Polygone. Ich bringe hier eine Nachricht zurück an den User, dass ich ihm sage, okay, du hast überlappende Polygone. Und damit funktioniert das Ganze nicht. Wenn ich das Ganze jetzt so mache, dass sich das Ganze nicht überlappt, dann kann ich eben neue Objekte anlegen. So, was haben wir noch? Wir haben Trigger Location. Da ist es so, dass ich mit der Funktion stwithin arbeite. Also ich überprüfe, liegt ein Punkt in einem Polygon, und wenn ja, hole ich mir ein Attribut von diesem Polygon. Das ist der Layer Messung. Da kann ich mal ganz kurz hinzoomen. Das machen wir mal kurz aus. So, jetzt habe ich hier verschiedenste Raumbezüge und kann jetzt mal hier eine Messung erzeugen. Hier hole ich mir mein Next Value von der Sequenz. Ein Testpunkt, Gemeinde lasse ich mal leer und speichere das Ganze ab. Und hier sehen wir schon in der Beschriftung diese grün hinterlegte, da ist jetzt Test Badenweiler. Also es wurde jetzt über den Trigger automatisch von dem Polygon-Layer hier, den wir sehen, eine Within-Check gemacht. Also ich habe überprüft, in welcher Gemeinde liegt dieser Messpunkt, und habe das automatisch in dem Punkt-Layer als Attributwert hinterlegt, zusammen mit einem Timestamp, mit dem Zeitschlüssel. Was haben wir noch? Ein Trigger für mein Backbone Layer. Da habe ich gesagt, ich möchte gern, wenn ich einen Backbone zeichne, alle betroffenen Gemeinden mit als Sachdaten bekommen. Da mache ich ein String Aggregation. Also ich aggregiere von verschiedensten Gemeinden, die ich jetzt hier mit meinem Backbone tangiere, hole ich mir die Strings und aggregiere die zu einem Gesamtstring. Und das Ganze über eine Überprüfung mit dem st-intersect. Also ich kann jetzt hier mal einen Backbone zeichnen und gehe jetzt mal über verschiedene Gemeinden drüber und speichere das Ganze ab und sehe direkt hier in der Beschriftung, Mülheim, Augen, Badenweiler sind die betroffenen Gemeinden. Jetzt können wir vielleicht mal noch schauen, ob wir noch was anderes mit dazu nehmen. Ich speichere kurz ab. Und sofort sehen wir, Mülheim, Augen, Badenweiler, Schliengen sind jetzt betroffen. Also, ich hole mir in dem Moment, in dem ich das abspeichere, hole ich mir aus dem Polygon-Layer alle Gemeinden, die über den Intersect betroffen sind von diesem Backbone, und speichere das in diesen Datensatz als Sachdaten rein. Was haben wir noch? Wir haben bei PostgreSQL den Vorteil, dass wir Views anlegen können. Views als Abstraktionsebene. Und das sieht so aus. Ich kann jetzt beispielsweise hier einen Linienlayer haben, indem ich jetzt hier Linien zeichne, und ich habe gleichzeitig in der Datenbank einen Polygonlayer mit einer Pufferzone, und wir haben gesehen, in dem Moment, in dem ich jetzt hier meinen neuen Rohrverband gezeichnet habe, habe ich sofort auch die entsprechende Pufferzone in der Datenbank. Und das Ganze auch mit Zentroiden als weiteres Beispiel. Wenn ich jetzt beispielsweise hier in meinem Ausbaucluster
Wenn ich sage, ich verschiebe ein Ausbaucluster, dann sehen wir, dass hier die entsprechenden Zentroide sofort hier auch aktualisiert werden. Dass das Ganze jetzt hier so schnell funktioniert, ohne zwischendrin abzuspeichern, da wird sich vielleicht der eine oder andere, der mit QGIS und PostgreSQL schon gearbeitet hat, sich vielleicht wundern. Das hat jetzt damit zu tun, dass wir für dieses Projekt definiert haben, dass hier Transaktionsgruppen erstellt werden. Also sprich, wenn ich irgendeinen Layer in den Bearbeitungszustand schalte, werden alle in den Bearbeitungszustand geschaltet, was jetzt für die Sache jetzt erstmal gar nicht zwingend notwendig wäre, weil das unabhängig davon auf der Datenbank läuft, aber das hat eben auch den Nebeneffekt, dass Sachen, die ich hier mache, sofort in die Datenbank geschrieben werden, ohne dass ich jedes Mal Speichern drücke. Genau, ich habe auch noch gesagt, Vorgabewerte auf Anbieterseite auswerten, dass ich beispielsweise, wenn ich jetzt eine Sequenz habe, um eine ID hochzusehen, werde die sofort schon ausgewertet, bevor ich auch hier auf Speichern drücke. Gut, also das Views als Abstraktionsebene und die Transaktionsgruppen. Weitere Vorteile wäre noch, dass ich eben in der Datenbank eben auch bei dem Erzeugen der Geometrien, dass ich da eben ganz klar differenzieren kann zwischen einfachen Geometrien, Multigeometrien. Ich kann dann auch verhindern, dass es eben eine Mischung aus Multi-Line-Strings und Line-Strings entsteht beispielsweise, was ich eben so bei einem Shapefile nicht verhindern kann und was wiederum bei dem Ausführen von dem einen oder anderen Algorithmus dann Probleme verursachen kann. Also das kann ich hier ganz klar festlegen. Und darüber hinaus gibt es dann noch ein paar weitere Sachen, wie zum Beispiel die Möglichkeit, ein Notify zu überwachen in der Datenbank. Das können wir uns auch mal hier anschauen. Das brauchen wir nicht. So, Notify. Was hat es mit dem Notify auf sich? Ich kann innerhalb der Datenbank bestimmte, ja, einfach gesagt, Signale aussenden, dass ich dann also sage, raise notice, also schicke eine Notiz raus an den Client, dass sich hier jetzt was geändert hat. Und der Client ist jetzt in dem Fall hier mein QGIS-Fenster. Und ich würde jetzt einfach mal auf einem anderen Rechner, der bei mir im selben Netzwerk ist, würde ich in demselben Projekt, in demselben Layer jetzt mal eine neue Linie einzeichnen und die in der Datenbank speichern. Und das sollte jetzt eben ein Notice triggern. Also jetzt drücke ich auf Speichern. Und dann sehen wir, dass wir nichts sehen. Vorführeffekt, nochmal ganz kurz schauen. Vielleicht noch nicht die Einstellung hier drin. So, ja genau, war hier noch nicht angehakt. Also wir haben ja bei den Eigenschaften Layer bei Benachrichtigung aktualisieren, nur bei der Nachricht Refresh Lines. Das war jetzt hier noch nicht aktiv. Jetzt sehen wir schon den neuen, aber ich mache es nochmal ganz kurz, dass wir eben nochmal sehen, was jetzt so der Witz an der ganzen Sache ist. Also ich zeichne jetzt auf meinem anderen Rechner hier wiederum eine Linie und drücke jetzt auf Speichern. Und zack, sofort erscheint die hier auch bei mir. Also Szenario ist, Nutzer A zeichnet bei sich ein Objekt, Nutzer B ist im selben Layer unterwegs, in derselben Gegend und möchte dort auch arbeiten. Und in dem Fall würde jetzt Nutzer A eben was machen. Nutzer B sieht sofort die Änderung. Ich lösche jetzt bei mir nochmal auf dem anderen Rechner ein paar Linien, drücke jetzt auf Speichern. Zack, verschwinden die auch beim Nutzer B sofort. Und so kann der eine sehen, was der andere macht. Und über dieses Race Notice sieht man das eben dann sofort. Es wird sozusagen reingepusht
ins QGIS. Also man muss jetzt nicht irgendwie einen Refresh-Button drücken oder irgendwie versuchen, sich nochmal die neuen Daten zu holen, sondern in dem Moment, wo das passiert, schickt die Datenbank das Signal raus, QGIS überwacht das Signal und sofort poppen halt hier die Änderungen auf und ich sehe, was der andere oder der oder die andere gerade macht. Was haben wir noch? Wir haben noch das Thema Stile auf meinem Spickzettel drauf. Wir können in QGIS auch Stile in der Datenbank speichern. Das hat den Vorteil, wenn jetzt verschiedene Leute dieselben Datensätze benutzen und man möchte, dass eben irgendwelche Drucklayouts oder Drucke möglichst identisch aussehen, dann ist es etwas suboptimal, wenn unterschiedliche Mitarbeiter vielleicht die Stile mit der Zeit unterschiedlich einstellen, beziehungsweise die Stile ändern sich vielleicht auch mit der Zeit. Und die Leute bekommen das vielleicht nicht mit, E-Mail überlesen oder was Vergleichbares. Und so die Fragestellung ist hier, wie schaffen wir das, dass möglichst alle irgendwie auch einen Zugriff auf aktuelle Stile haben. Und dazu kann ich eben die Stile in der Datenbank speichern. Und ich kann jetzt mal hier beispielsweise den Stil bei mir mal ändern. Ich sage jetzt, es ist einfach wieder ein Einzelsymbol. Und da könnte ich den jetzt einfach mal kurz rauslöschen und nochmal aus der Datenbank holen. Also wenn ich jetzt vergessen hätte, wie ist der korrekte Stil, dann könnte ich hier also nochmal reingehen und nochmal den Layer aus der Datenbank mir holen. Dann habe ich sofort wieder das Ganze inklusive korrektem Stil, so wie man das vielleicht von Shapefiles kennt, wenn man da eine QML-Datei mit dazulegt oder wenn man das Ganze als QLR irgendwo verfügbar macht. Und hier ist eben der Stil in der Datenbank gespeichert. Also ich habe gesagt Eigenschaften und hier bei Stil kann ich eben sagen, speichere mir den Stil nicht als QML, sondern in der Datenbank. Habe hier unten noch das Häkchen gesetzt, dass es dann der Default, der Vorgabestil für den Layer ist. Und in dem Moment, wo ich das dann eben reinlade, wird auch dieser Default-Stil wieder zugewiesen. So, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir den bei mir gerade beim Aufzeichnen 30.05. Angenommen, jetzt in 2 Tagen ändert sich der Default-Stil, der für alle gültig sein soll. Wie kriegt der Nutzer das jetzt mit? Solange den Layer nicht neu reinlädt, erstmal nicht. Wenn er ihn rausschmeißen und neu reinladen würde, dann würde der neue Stil wiederum greifen. Die Problematik hatte ein Kunde, für den ich eine Schulung und Consulting gemacht hatte, auch. Und da kam die Idee dann auf, auch mal eine Plugin zu schreiben. Beziehungsweise es war auch noch in der Foskis Mailingliste war auch noch mal so eine Frage und eigentlich die 2 Sachen kamen zusammen, dass wir dann mal gesagt haben, ja gut, dann schreibe ich mal ein kleines Plugin und dafür habe ich den Style Reloader gemacht und da könnte ich jetzt einfach sagen, DB-Stile neu laden. Nochmal kurz eine Rückfrage, weil jetzt beim Laden ja mein Projekt verändert wird und dann sage ich ja und der Stil wird zugewiesen. Mach's jetzt nochmal ganz kurz, also Stil wieder kaputt und Stile neu laden und wieder wird das Ganze aus der Datenbank reingeladen. Okay, also das ist auch eine schicke Möglichkeit, wenn verschiedenste Leute eben möglichst identische Stile für Layer verwenden sollen. Als letztes haben wir noch den Ausblick auf so Themen wie Historisierung oder Versionisierung. Das ist, wie gesagt, nur ein kurzer Ausblick. Also ich habe auch die Möglichkeit, wenn ich jetzt ein Layer habe, dass ich hier Änderungen mitschneide. Also wer hat wann was erzeugt, wann was aktualisiert, wann was gelöscht. Dazu kann ich jetzt hier einfach mal eine Linie zeichnen und sehe, das ist jetzt erstmal hier in meinem Trassenlayer. Jetzt drücke ich hier auf Speichern und sofort sehen wir noch eine grüne Linie unten drunter.
Das wäre jetzt ein View, eine Abstraktionsebene, wo ich sage, gib mir alle Trassen, die in der letzten Stunde erstellt wurden. Ansonsten haben wir noch einen Layer mit der gesamten History, wo auch ältere Sachen drin sind. Und hier haben wir jetzt noch ein View, wo ich nur die Trassen drin habe von einem User Postgres. Wenn jetzt noch andere User da wären, würden deren Linien nicht erscheinen hier drin. So, und ich kann jetzt mal noch kurz zeigen, diese neu erzeugte Linie, wenn ich jetzt die einfach mal noch ein Stück wegbewege und das Ganze wiederum speichere, nochmal meine History hier aufmache, dann, gut, ist vielleicht ein bisschen unübersichtlich in dem Gebiet. Ich schiebe sie nochmal ganz kurz ein Stück weiter nach oben, dass wir vielleicht das ein bisschen besser sehen. Also jetzt schiebe ich sie hier nach oben und speichere nochmal. Und dann würden wir sehen, sie ist einmal noch hier unten, wo sie vorher war. Jetzt ist sie hier oben. Und jetzt mache ich vielleicht nochmal einen neuen Stand, dass ich die nochmal irgendwo anders hinpacke und das als aktuellen Stand speichere. Dann hätte ich jetzt hier in der History den einen Stand, den anderen Stand. Also habe sozusagen alles hier mitgeschnitten. Genau, alles mitgeschnitten mit entsprechend den Zeitstempeln, wann das Ganze passiert ist. Also wir haben hier Created, Zeitstempel und bei dem einen hier noch ein Deleted Zeitstempel, wann also die Gültigkeit von dem einen Objekt abgelaufen ist, wann das nicht mehr das aktuell gültige war. Und somit haben wir hier also die Möglichkeit, eben eine Historisierung zu verwenden. Wenn ich es rauslöschen würde, wird es genauso in der Historisierung hier landen. Aber da unsere Zeit vom Vortrag jetzt schon abgelaufen ist, lasse ich den einen Punkt mal aus. Kann man sich ja denken. Also Thema Historisierung. Was noch ein bisschen komplexer ist, wäre dann die Versionisierung, dass man sich also eine Version von der, nennen wir es mal, Hauptalternative runterzieht, Veränderungen macht und die Veränderungen wieder eincheckt und das Ganze dann mit einer Überprüfung auf mögliche Konflikte. Das ist dann nochmal eine etwas komplexere Variante, aber sowas ist grundsätzlich auch möglich. Gut, das war meine Demo-Session zu den Vorteilen einer Datenhaltung in PostgreSQL. Und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und bin gespannt auf Fragen oder Rückmeldung Ihrerseits. Ja, herzlichen Dank, Thomas, an dich für die tolle Demo-Session. Also die Begeisterung ist sehr groß im Chat und auch bei den Fragen. Also da kam schon mal sehr, sehr viel Lob und Applaus jetzt für die tolle Demo-Session. Und ich denke, wir haben sehr viel gelernt. Einerseits über die Shape-Datei und warum wir vielleicht keine Shapes mehr verwenden sollten. Und dann sehr beeindruckend gesehen, was mit QGIS und PostgreSQL, PostGIS da alles möglich ist. Es gibt auch sehr viele Fragen an dich. Da werden wir uns ein paar rauspicken müssen. Wir haben aber auch noch ein paar Minuten Zeit jetzt, um uns die anzuschauen. Erstmal fangen wir an mit einer Frage zu Shapefiles. Die sind bei einem der Zuschauer oder Zuschauerinnen noch im Einsatz als Austauschformat der Wahl. Und wie kann man das denn ersetzen? Mit was könnte das denn einfach abgelöst werden, dieses Format? Ja, also ich denke, da muss man wieder ein bisschen differenzieren zwischen der eigentlichen Datenhaltung und dem Datenaustausch. Für die Datenhaltung, klar, das ist ja so das Credo meiner Demo-Session, dass ich sage, Datenhaltung wäre halt schick, wenn man das hinbekommt, irgendwie eine Postgres-Datenbank zu haben. Aber für den Austausch selber könnte man ja auch auf ein Geo-Package gehen, beispielsweise, was ja ein bisschen moderner ist, wo man alles dann halt in einer Datei mit drin hat, nicht diese Aufsplittung in die verschiedenen Teildateien hat. Es gibt zwar auch gewisse Mankos beim Geo-Package, da mit irgendwelchen Deadlocks, wenn man mehr Benutzerzugriff hat, aber wenn es jetzt rein um das Austauschformat geht, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ich nehme eher ein Geo-Package, wenn die andere Stelle, mit der man die Daten austauscht, das entsprechend eben auch einlesen kann.
Ja, den Gedanken hatte ich gerade auch. Also man muss gucken, kann der Empfänger eigentlich verarbeiten. Und Ja. das Schöne ist ja, dass wir im QGIS auch ganz viele Möglichkeiten haben, den Export ganz einfach zu gestalten und ganz viele Formate dort auszugeben. Genau. Und grundsätzlich, also ich will gar nicht das Shapel als solches komplett verteufeln. Also ich meine, wenn man sagt, man nimmt jetzt nur für den Datenaustausch, finde ich schon Ja. noch legitim, wenngleich es halt auch so ein uralt Format ist, wo es eigentlich schön wäre, wenn man irgendwann mal davon wegkommt. Aber ich sehe da wirklich einen großen Unterschied zwischen dem Datenaustausch und der Datenhaltung. Ja. Gut, dann kommt die zweite Frage. Da geht es ums Encoding. Und genau, angenommen, man hat die PostgreSQL-Datenbank als Encoding UTF-8 eingestellt und importiert Daten, die in einem anderen Encoding vorliegen. Werden dann alle Zeichen richtig dargestellt? Wenn sie im Quelldatensatz richtig vorliegen, dann ja, also das wird in dem Moment umgewandelt beim Import. Das kann man einfach dann direkt in die Datenbank importieren. Das geht ja in aktuellen QGIS-Versionen sehr schön auch über den Browser, dass man einfach aus dem Table of Content den Layer per Drag and Drop hochzieht in den Browser auf die PostGIS-Verbindung. Dann wird es importiert und dann ist das entsprechend korrekt umgewandelt, wenn es im Ausgangsdatensatz richtig drin ist und wenn der in QGIS auch dann beim Reinladen richtig eingestellt wurde vom Encoding, dann ist es kein Problem. Ja, perfekt. Dann gibt es noch eine Frage zu PostGIS und Topologiefehlern in QGIS. Kann man sich die konkreten Fehler anzeigen lassen? Gibt es Möglichkeiten, die Visualisierung von ST is valid reason, zum Beispiel dann in QGIS, zu visualisieren? Ja, also Moment, STS Valid Reason. Ja, ich denke, man müsste sich halt ein SQL bauen, wo man sich dann eben entsprechend die Geometrie holt einschränkt auf die Objekte, wo eben dann der Geometriefehler vorliegt. Könnte man ja theoretisch sogar auch als eine View machen. Und wenn man jetzt wirklich die Fehler selber ausmachen möchte, weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Also ich würde jetzt spontan wahrscheinlich sagen, ich mache mir auch ein SQL oder eine View, wo ich halt eine Intersection mache, wo ich zweimal im SQL denselben Layer verwende und dann eben sage, zeig mir die Überschneidung an, wo wir dieselbe ID haben und dann kriege ich natürlich auch die Punkte raus, die Self-Intersection. Aber das könnte man wahrscheinlich ein bisschen tiefer nochmal nachschauen, dann wird man vielleicht noch eine elegantere Möglichkeit finden, das weiß ich jetzt nicht. Ja, aber ich Grundsätzlich ist denke ja, auch. ja, in grundsätzlich in QGIS selber ist ja auch Geometrie prüfen eingebaut, wenn man es jetzt nicht zwingend auf SQL-Ebene machen möchte. In QGIS selber, Algorithmus Geometrie prüfen und da kriege ich ja auch dann direkt die Fehlerlage ausgegeben. Da kriege ich drei Layer, gültige Objekte, ungültige Objekte und direkt die Fehler. Und bei einer Self-Intersection kriege ich dann eben einen Punktlayer mit der genauen Lage der Self-Intersection. Das ist eigentlich Okay. das Schnellste, wenn es nicht direkt im SQL sein muss. Okay. Dann gibt es eine Frage, gibt es solche tollen Funktionen auch im Geopackage, also zum Beispiel Geometry Constraints und Trigger? Gute Frage. Damit arbeite ich selber nicht so viel. Also ja, sowas wie Views kann man ja auf jeden Fall dort auch machen, dass man sagt, ich habe jetzt einen Linien-Layer und ich leite jetzt leite mir davon einen Puffer-Layer ab. Aber jetzt tiefer gehen mit irgendwelchen Triggern, das weiß ich nicht auswendig. Würde ich jetzt auch nicht. Irgendwie nicht so als den richtigen Ort dafür sehen. Okay. Dann haben wir noch eine Frage. Worin liegt der Unterschied zwischen Constraints und Triggern, die offenbar auch zum Auslösen von Fehlermeldungen verwendet werden können? Zum einen bei den Constraints selber gibt es ja ein paar, die einfach schon klar definiert sind, was sie machen. Irgendwie ein Unique-Constraint, ein Primary-Key-Constraint, wo ich jetzt nicht großartig viel Spielraum habe zu sagen, was soll da passieren. Sind, soweit ich weiß, eben auch performanter, als wenn man das Ganze über irgendwelche Trigger und Triggerfunktionen macht. Aber es gibt halt ein paar Sachen, die kann man jetzt nicht über einen einfachen Check-Constraint regeln und da braucht man dann halt eine Trigger-Konstruktion, irgendwie Trigger und Triggerfunktion.
wenn ich sage, ich will auf verschiedene Layer zurückgreifen und über die Layer irgendwie die Bezüge wie bei diesem Punkt in Polygon machen, dann würde ich halt da auf eine Triggerfunktion gehen. Okay, dann müssen wir jetzt gleich zum Ende kommen. Ich habe noch hier eine Frage. Welche Endgeräte benutzt ihr mit welcher Software, um eure Datenbank anzusprechen? Endgeräte, ja, also grundsätzlich, verschiedenste. Also wenn wir jetzt von der Serverseite sehen, haben wir eben verschiedene Serverbetriebssysteme im Einsatz, hauptsächlich eben Linux-basiert größtenteils. Ansonsten die Clients selber jetzt im Sinne von Rechnern, da haben wir eben ganz klassisch Windows-Rechner und dann eben als Client-Software QGIS und PG-Admin, solche Geschichten, DB. Ja, gut, super. Danke, Thomas. Und genau, dann kommt noch mit 55 Votes, das ist keine Frage, aber ein Feedback, keine Frage, aber ich bin echt begeistert von dieser Demo-Session und es wurde von 55 Leuten schon mal bestätigt. Also das kam auf jeden Fall sehr gut an, deine Demo-Session. Und es ist noch eine Frage, ob die Beispiele dann auf GitHub hochgeladen werden. Das kannst du ja dann noch verlinken. Genau, die pushe ich jetzt gleich noch hoch. Also die habe ich jetzt alle schon vorbereitet. GitHub TH Baumann ist der Account, also TH wie Thomas, Baumann, alles kleingeschrieben, TH Baumann. Und in den nächsten Minuten pushe ich die ganzen SQLs hoch. Dann. Perfekt, also da ist auch die Begeisterung groß. Herzlichen Dank, Thomas, an dich für die tolle Demo-Session. Und jetzt, dauert es noch ein paar Minuten bis zum nächsten Vortrag. Und